Du musst halt da. Boden, weg, 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 runter! Das hier ist alles fiktiv, aber es kann sehr schnell Realität werden. Lass, ich kümmere mich drum. Du hast das Kommando. Boah, shit, Alter, ich sehe gar nichts mehr. Denn als Kriegsreporter kommen wir immer wieder in Gebiete, in denen Bomben fallen, Anschläge Alltag sind, scharf geschossen wird oder auch Entführungen stattfinden können. Um darauf vorbereitet zu sein, gibt es spezielle Kurse. Durchgeführt von ehemaligen Elitesoldaten trainieren wir hier, was wir hoffentlich nie brauchen werden. Eine falsche Entscheidung kann man korrigieren. Keine Entscheidung ist Zeitverschwendung. Und wir haben gedacht, wenn wir dieses ganze Training schon mal machen, dann wollen wir euch mitnehmen und wollen euch einen Einblick geben, mit was für Themen, gerade sicherheitsrelevanten Themen, wir uns so beschäftigen, bevor wir in richtige Krisengebiete gehen. Wir sind zu dritt angereist. Meine beiden Crisis-Kollegen Fabian und Markus, ich und gut ein Dutzend anderer Journalisten, Lehrer und NGO-Mitarbeiter, die sich auf gefährliche Auslandseinsätze vorbereiten. Wir sind auf einem ehemaligen Kasernengelände untergebracht. Hier trainieren sonst Rettungskräfte und Polizisten. Eine Woche lang werden wir hier Worst-Case-Szenarien trainieren. Und wir ahnen noch nicht, wie intensiv das Ende der Woche wird. Los geht es mit erweiterter Erste Hilfe. Und wir bekommen eine Grundausstattung. Wir haben hier gerade unsere IFAX bekommen, Individual First Aid Kits. Und wir schauen mal, was wir da drin so sehen. Ah ja, die Bandagen. Eingeschweißt. Erste Hilfe für Kriegsverletzungen gehört mit zu den wichtigsten Kenntnissen. Zum Beispiel der Umgang mit der sogenannten Israeli Bandage, die starke Blutungen nach Schussverletzungen oder Splittern stoppt. Gut, wir gerade gelernt haben, wir packen das hier auf die Wunde drauf. Und dann würde ich einfach mal sagen, hier wäre eine offene Wunde. Und dann wickeln wir hier herum. Im Ernstfall muss das alles natürlich viel schneller gehen. Hier sieht es noch ziemlich unbeholfen aus. In die andere Richtung gehen. Danach geht es direkt weiter. Der Umgang mit dem sogenannten Tourniquet, einer der schnellsten Wege, um Blutungen zu stoppen. Das hatten wir auch in der Ukraine immer dabei. Es verhindert die Blutzirkulation, es dreht so ein bisschen das Blut ab. Und wenn ich jetzt hier eine offene Wunde hätte am Unterarm, dann sorgt es dafür, dass nicht so viel Blut rauskommt. Schön unangenehm. Und natürlich bleibt es nicht bei der Trockenübung. Schüssel! Eine Person liegt hier am Boden, blutet. Im Unterkörperbereich? Wir werden in Stress- und Extremsituationen geschmissen. Verwundete Kolleginnen und Kollegen versorgen. Schreie und überall ist Kunstblut. Immer und immer wieder. Tür zu! Mit dem Gefühl von Verwundbarkeit und Adrenalin endet der Tag. Am nächsten Morgen dreht sich dann alles ums Auto. Das Problem ist, wenn ihr jetzt reinguckt, die Glassplitter sind bis auf den Sitz des Fahrers gekommen. Das heißt, ihr habt ein größeres Verletzungspotenzial für den Fahrer. Als Kriegsreporter verbringen wir sehr viel Zeit im Auto. Lange Fahrten, unwegsame Straßen, möglicher Beschuss und unberechenbarer Verkehr erhöhen das Unfallrisiko. Die Ausbilder zeigen uns Möglichkeiten zur Brandbekämpfung, zur Bergung und zur Rettung von Verletzten. Aber schau, ob jemand folgt. Hinter den Container, da ist nicht beschützt. Also, legen wir in die stabile Seitenlage. Ja. Okay, dann kommt zurück. Wir machen hier Rundumsicherung um Heimo. Nach den Basics folgt dann eine heftigere Übung. Wir werden in ein Szenario geschmissen, in dem wir Entscheidungen treffen und handeln müssen. Leute, ich muss euch was erzählen. Ich werde Vater. Ich werde Vater. Daniel ist auch Kursteilnehmer. Er spielt die Rolle des panischen Ehemanns der verletzten Fahrerin. Autounfall. Die Verletzte ist die Freundin oder Verlobte von einem unserer Teammitglieder. Okay, abstellen. Danke. Okay, zweite Medic raus. Jawohl. Beide raus. Du kümmerst dich darum, dass Hilfe gerufen wird, bitte. Oh mein Gott. Ganz ist los. Ganz ruhig. Hol sie raus. Sicher von da. Hol sie raus, Medic, Mann. Hier. Medic, hierher. Medic von hier. Wir holen sie raus. Die Szene ist chaotisch. Daniel ist aufgebracht. Wir müssen ihn beruhigen und uns mit den Einheimischen auseinandersetzen, von denen wir nicht wissen, ob sie helfen wollen oder eine Bedrohung sind. Ich mach dir von innen auf! Währenddessen versuchen Fabian und eine Kollegin, die Verletzte zu bergen. Die Türen gehen alle nicht auf! Kümmer du dich darum, damit schützt du sie am meisten. Medic, verdammt! Blutende Wunde am Bein! Wir kriegen die Türen nicht auf, wir müssen sie nach hinten rausholen! Die Verletzte ist eingeklemmt und der Druck von außen wird immer höher. Und dann plötzlich Rauch aus einem Auto. Weg vom Auto! Weg! Ist es nur Qualm wegen des Unfalls oder geht gleich eine Bombe hoch? Beides ist möglich in so einem Szenario. Die Paranoia schlägt bei uns allen rein. Okay, wir müssen weg vom Auto.
aber die kann einem manchmal auch das Leben retten. Einer der Heat-Ausbilder spielt einen aufgebrachten Mann, dessen Auto beim Unfall beschädigt wurde. We will give you all the money. We will give you. We will pay you. No problem. What is this? Wird er zur Gefahr für uns? Von da was kommt? Wie ist die Lage da hinten? Wieso macht da keiner was? Die machen was. Die bringen sie gerade raus. Alles gut, alles gut. Endlich bekommen wir die Verletzte bewegt. Daniel sieht das und flippt fast aus. Jetzt aber ist sie an tot? Der Nein, ist sie tot? In so einem Chaos und Stress den Überblick zu bewahren und alle zu koordinieren, fällt mir gar nicht so leicht. Sie ist schwanger, Mann! Sie ist schwanger! Aber genau das war meine Aufgabe. Nicht helfen, nur koordinieren und den Überblick behalten. Und dann Schüsse. Boden! Weg, 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 weg! Runter! Auf den Boden! Weg, weg, weg! Deckung! Hinter den Bus, hinter die blauen Container! Los, los, los! Sind alle da? Fallen Schüsse ist es extrem wichtig, als allererstes in Deckung zu gehen. Auf den Boden werfen ist meist ein guter Anfang, auch wenn man selbst nicht das Ziel ist. Denn auch Querschläger können so tödlich sein wie direkter Beschuss. Und dann eine Entscheidung treffen, wohin man flüchten will. Deckung, Funk zum Hauptquartier, wir brauchen Hilfe. Aus dem Sichtschutz raus, nah an die Wand ran, nah an die Wand ran. Tourniquet ist dran, alles gut, wir sind in Sicherheit. Und dann ist die Situation endlich vorbei. Die Übung wird mit dem Codewort Endex beendet. Und dann wird Fazit gezogen. Ach ja, wenn alles auf einmal passiert, ist es natürlich immer sehr überfordernd. Mit emotional belasteten Menschen am Ort wird es nicht leichter, wie man sich eigentlich denken kann. Und wenn dann auf einmal Schüsse fallen, ist natürlich, ja, alles stehen und liegen lassen ist übertrieben, weil man kann ja irgendwie auch nicht die Kollegin stehen und liegen lassen. Aber ab da muss dann halt alles schon relativ schnell gehen. Ich bin gespannt, wie viele Fehler wir hier gemacht haben gerade. Es werden einige sein. Danke, dass du mir eine Frau gerettet hast. Also man hat gemerkt, dass du präsent warst und du hast wirklich fast dauerhaft die Übersicht behalten und hast zu 90% alles organisiert, wie es zu organisieren war. Das hast du gut gemacht. Okay, also gar nicht so schlecht gemacht. Wir kamen uns auf jeden Fall alle ziemlich unvorbereitet vor, auch nach dem ganzen Training. Aber wie soll man sich schon auf Unvorhersehbares vorbereiten? Dazu haben wir auch Theorieunterricht. Uns wird gezeigt, wie wir Einsätze planen, damit das Risiko so gering wie möglich bleibt. Auch Minen oder Sprengfallen rechtzeitig zu erkennen, braucht Training. Dass wir diese Kenntnisse auch wieder in der Praxis anwenden müssen, ist uns allen klar. Kann ich weiter koordinieren und sag einfach nur bitte Funkspruch durchgeben an. Aber bevor es in die große Abschlussübung geht, kommt ein weiteres Trainingsszenario. Der Ort, ein gesprengter Straßenbahnwaggon. Situation, wir verabschieden uns von der Reisegruppe in Ägypten und gleich passiert was Ungutes. Und zwar eine Explosion am Straßenbahnwaggon. Hier, Leitung. Okay. Sicherung nach da, Sicherung nach vorne. Gleich zu Beginn ist es wichtig, dass jemand die Führung des Teams übernimmt und alle Aktionen koordiniert. Mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden als Spähposten eingeteilt, um das Gelände zu sichern, damit keine unguten Überraschungen auf uns zukommen. Wir anderen gehen in die Bahn, um zu helfen. Siehst du was? Sehr, sehr wenig. Überall Rauch. Was soll ich machen? Verletzter. Während Fabian und Markus ins Bahninnere gehen, bleibe ich am Eingang stehen, um Verletzte hier zu übernehmen und wegtragen zu können. Diese Arbeitsteilung erhöht die Effizienz unserer Evakuierungsversuche. Vorsicht, das ist so höllisch schwer. Die Puppen sind so schwer wie echte, bewusstlose Menschen. Gemeinsam tragen wir die Verletzten aus der Gefahrenzone. Und das Zelt. Geht es? Noch, ja. Ein paar Meter schaffe ich. Und ab. Und schnell wieder zurück. Die Übung ist die Hölle. Sowas will man nicht live erleben. Chef, das sind mindestens noch zwei drin. Noch zwei drin, Chef. Okay. Nein, versorgen. Oh, wie ist die Lage da hinten? Zwei Verletzte, wie schwer? Unbekannt. Trag zuerst den, der weiter hier vorne ist. Sonst müsst ihr über ihn drüber steigen. Hinten ist noch eine Person. Es kommt gleich jemand, übernehmt sie. Wird gleich rausgetragen. Blute der Wunde am Bein. Ich muss nach hinten, ich kann nicht mehr. Weißt du was? Hinten ist noch jemand, ich kann nicht mehr. Geht das hier? Okay. Okay. Schickt uns ein paar Helfer! Schickt uns ein paar Helfer rein! Lass, ich kümmere mich drum. Du hast das Kommando. Boah, shit, Alter, ich sehe gar nichts mehr. So, Übungsende. Wenn ich schon die Führung habe, die 360-Grad-Sicherung aufgebaut habe,
und dann die Kommunikation von außen nach innen und von innen nach draußen. Geht es um Geschwindigkeit. Jetzt ist die große Frage, wie lange wollen wir in diesem Qualm brennen, vielleicht knallen, schreien, drinbleiben? Die Antwort muss sein, so kurz wie möglich, richtig? So kurz wie möglich. Das heißt, wir sind ja keine Mediziner, wir sind auch keine Ärzte, die eine klassische Triage machen. Wir sind nur diejenigen, die helfen, und zwar so gut und so sicher, wie wir uns fühlen. Das heißt, wir gehen rein, gucken den ersten Patienten an, versorgen ihn so, wie wir das für richtig halten, in der Kürze der Zeit, raus. Und so arbeiten wir uns von vorn nach hinten. Das Entscheidende ist aber, Entscheidungen zu treffen. Wenn die Entscheidungen falsch sind, kann man sie später eventuell korrigieren. Aber keine Entscheidung zu treffen, ist Zeitverschwendung. Es ist soweit. Die letzte große Herausforderung steht vor der Tür. So dass man einen friedlichen Eindruck macht, aber trotzdem halt die ganze Zeit aware ist, auf was auch immer da passiert. Wir werden in Gruppen gegliedert und jedes Mitglied bekommt eine Aufgabe. Fabian ist Gruppenführer, Markus Sanitäter und ich gehe als Späher voraus. Auf uns lauern verschiedene Gefahren auf dem ganzen Gelände. Aber was uns am Ende erwartet, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Richard, nach hinten raus bitte mal. Auto kommt, es kommt ein Auto. Auto von vorne. Unterwegs werden wir von einer bewaffneten Person ausspioniert. Macht Fotos von uns, er macht Fotos von uns. Plötzlich knallt es. Hier ist Feuer, hier ist Rauch, es gab eine Explosion. Vorsicht, zwei Leute, die helfen beim Brennen. Versucht ihn noch zu löschen, aber nur zwei, der Rest kommt zurück. Ein Anschlag. Wir tun, was wir gelernt haben. Explosion! Are you okay? Die zweite Station ist ein Autounfall. Rauchentwicklung. Nur Rauch. Bleib zurück. Ich schau erstmal, was los ist. Was uns auffällt, das Minenfeld direkt daneben. Hallo, wie geht's Ihnen? Bewusstlose Person. Wir leisten erste Hilfe. Verletzung am Bein. Ja. Warte, mach mal erstmal das Zornig hier oben drauf. Person bewusstlos. Die Großübung wird unter anderem durch Schauspieler unterstützt. In diesem Szenario klärt uns die Polizei auf, was uns erwarten kann. We are not ready right now. We need more time to clear the area in the building. Yeah, everything is fine. Perfect. Thank you for the cooperation and I hope to see you again. Thank you. If you have some information, come to me, tell me something. Wir dürfen weiter. Die Route ist okay. Und dann, als wir glauben, es ist schon fast vorbei, ein Checkpoint. Die gehören in Krisen- und Kriegsregionen ständig dazu und sind immer Anspannungsmomente. Passkontrolle. Soweit normal. Fürs Erste. Okay. Moment, please. Warten. Okay, aber. Und unsere Rucksäcke werden durchsucht. Und dann folgt das, was niemand von uns wirklich erleben will. Down! Ende bleibt vor allem ein Gefühl der Ernüchterung. Wir alle wollen nie in eine der Situationen kommen, die wir in der Woche trainiert haben. Vor allem aber hat uns die Woche sehr deutlich gezeigt, in welche Gefahren wir uns begeben und wie wichtig es ist, für den Ernstfall vorbereitet zu sein.